Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Teil des Archäologie-Tutorials QGIS in Archäologie. Und wir werden uns heute ansehen, wie man ein Multiple Directions Hillshade macht im Programm QGIS. Damit kann man sehr viele Dinge visualisieren. Man kann das Gelände genauer untersuchen nach Bodenmerkmalen. Und wir werden uns in diesem kurzen Video anschauen, wie das genau funktioniert. Wie ihr hier seht, braucht man natürlich das Programm QGIS mit der Erweiterung RVT Visualization Toolbox. In dieser Toolbox sind eine ganze Reihe von Visualisierungsmethoden und Analysemethoden, und die werden wir uns jetzt nach und nach ansehen. Wir beginnen hier mit, wie gesagt, mit dem Multiple Directions Hillshade. Dazu braucht ihr weiters, wie auch für alle anderen Visualisierungsmethoden und Analysemethoden, ein Digital Elevation Modell, also ein digitales Höhenmodell des Bereichs, den ihr bearbeiten wollt. Und ich bin in Österreich zu Hause, und je nachdem, wo ihr zu Hause seid, wenn ihr aus Österreich seid, dann gibt es diese Daten auf der Homepage, auf der Inspire Homepage, die findet ihr alle verlinkt im Video. Wenn ihr aus einem anderen Land seid, aus Deutschland oder der Schweiz, hier gibt es auch Webseiten, wo ihr die Daten kostenlos herunterladen könnt. Wichtig zu beachten ist, dass die Daten in einer möglichst hohen Auflösung vorliegen sollten. Also 1 Meter würde ich als unterster Standard sehen für die Berechnungen. Besser wäre noch 0,5 Meter Auflösung des DGMs, aber das gibt es nur in wenigen Ländern, zum Beispiel in Oberösterreich, aber nicht in Niederösterreich. Daher verwende auch ich das 1 Meter Modell. Und ja, wenn ihr diese Dateien habt, dann können wir uns das jetzt genauer ansehen, wie das vonstatten geht. Um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, und zwar zu den Daten, die wir brauchen, zu einem digitalen Geländemodell, dass der Ausgangspunkt ist für unsere Fernerkundung, also für die Anwendung, zeige ich Ihnen jetzt, wo Sie diese Daten herbekommen können. Und zwar habe ich hier eine Datei vorbereitet, die Sie auf meiner Patreon-Seite finden können. Und hier sehen Sie für Österreich die Zugangsdaten. Für Belgien, für weltweit eigentlich, habe ich zusammengestellt die Internetadressen, wo Sie die jeweiligen digitalen Geländemodelle herunterladen können, und zwar kostenlos. Hier sehen Sie immer die Auflösung, und hier sehen Sie die Internetadressen, und hier sehen Sie die Distrikte bzw. die Bundesländer, und die Koordinaten sind immer, die nicht so wichtig sind jetzt im ersten Schritt. Für Österreich, übrigens, diese Datei habe ich verlinkt, Sie finden sie in der Beschreibung, und die Daten für Österreich werde ich Ihnen natürlich kostenlos hier zeigen, wo Sie sie finden. Wir sind hier schon auf der Homepage des Bundesamt für Eichenvermessungswesen, und hier finden Sie das ALS-DTM-Höhenraster in einer Auflösung von 1 Meter. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und die Internetadresse sehen Sie erstens hier oben, und zweitens habe ich sie Ihnen auch in der Beschreibung verlinkt. Wenn wir jetzt hier drauf klicken, kommen wir auf die Seite mit den Daten, und hier sehen Sie in dieser Seitenleiste, sehen Sie kann Sie die heranscrollen und Sie den Bereich aussuchen, den Sie brauchen. Auf dieser Seite sehen wir jetzt mal diese ausgewählten Punkte, und wenn wir jetzt da draufklicken, dann können wir uns hier, wenn ich jetzt diesen Bereich hier haben möchte, ich gehe jetzt mal auf unsere Umgebung am Städten, so, dann kann ich das jetzt auswählen, das passt so, kann sagen, ich möchte hier diesen Bereich, so, und schon wird es mir angezeigt, seitlich, was ich herunterladen muss, und das sind sehr große Dateien, die laden Sie dann herunter und spielen Sie in QGIS ein. Das geht eigentlich ganz einfach,
Das werde ich in einem anderen Video erklären, wenn Sie es nicht schon wissen. Ja, wenn Sie diese Daten haben, können wir weitergehen zum nächsten Schritt. Und in QGIS, ich öffne jetzt QGIS. Hier habe ich diesen Höhenraster genannt. Das ist quasi das Höhenmodell, das Sie herunterladen können. Ich habe den ganzen Bereich, der mich interessiert, heruntergeladen und verschmolzen, dass ich ein großes File habe, denn zum Beispiel, wenn Sie jetzt das analysieren möchten und diese Bereiche hören ja dann, sind ja kachelmäßig angeordnet, hört auf und ein nächstes beginnt, dann müssen Sie die verschmelzen, weil natürlich die Daten durchgängig sein müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier an der Gemeindegrenze, oder wenn ich jetzt hier eine Kachel habe, die hier endet, und ich möchte hier etwas analysieren, das erstreckt sich dann aber auch hier rüber, was ich analysieren möchte, dann brauche ich beide und so am besten verschmelzt man das dann, damit man ein großes File hat mit dem ganzen Bereich, den man bearbeiten möchte. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz zeigen, wie Sie dieses Raster dann importieren können, wenn Sie es runtergeladen haben. Einfach auf Layer hinzufügen und diesen Raster Layer und danach können Sie hier auswählen, wo Sie ihn gespeichert haben. Und hier habe ich die Daten. Zum Beispiel, hier wählen Sie dann einfach das Raster aus, gehen auf Öffnen, danach wird das dann, sehen Sie es hier, und danach auf Hinzufügen. Und danach werden Sie das Raster, den DGM, also dieses digitale Geländemodell, angezeigt bekommen. Wenn Sie es dann auch hier ausgewählt haben, hier können Sie es auswählen, dass Sie es angezeigt bekommen, was aber nicht sinnvoll ist, weil Sie ja nur die Grau-Weiß-Töne sind, also die Grau-Schwarz-Töne. Und das haben Sie dann hier seitlich stehen. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die Erweiterung, die wir brauchen, um die Relief Visualization Toolbox. Sie gehen hier dazu auf Erweiterungen, Verwalten und Installieren. So, jetzt sehen Sie hier den installierten. Gehen Sie auf Alle und geben ein Relief. Hier haben wir schon Relief Visualization Toolbox. Die habe ich jetzt schon installiert auf meinem Computer natürlich. Das müssen Sie dann hier auf Installieren klicken. Danach werden Sie es in der Werkzeugkiste, also in der Werkzeugansicht hier, Werkzeugkiste seitlich bei mir, werden Sie es angezeigt bekommen oder Sie finden es auch in der Taskleiste vom Programm oben und können dann damit arbeiten. Und das werden wir jetzt auch tun. Im nächsten Schritt. Letztendlich kommen wir jetzt zum eigentlichen Teil, wirklich interessanten Teil. Wir werden uns diesen Abschnitt hier, in der Nähe von Amstetten ist das, in Öd, genau ansehen im digitalen Geländemodell. Ich kann Ihnen schon jetzt verraten, das ist der Standort eines alten Landgerichts, also hier stand ein Galgen. Das ist auch dieser Flurname dieses Bereichs, ist auch Galgenholz oder Galgenberg. Sehen Sie auch hier in der alten Aufnahme aus dem Jahr 1869 hier den Galgenberg abgekürzt oder in den älteren Aufnahmen das Galgenholz. Das ist dieser Bereich, den wir uns jetzt hier anschauen werden. Das ist interessant, weil es hier auch römische Funde gibt, römische Münzfunde gibt, die darauf hindeuten, dass hier bereits eine römische Wegverbindung durchgelaufen ist durch den Wald oder in diesem Bereich zumindest. Und es könnte sich hier um die römische Limestraße oder einen Abschnitt oder einen Teilbereich der römischen Limestraße handeln. Und das werden wir uns jetzt genauer ansehen. Übrigens, hier können wir noch überlagern. Hier können wir jetzt auch wieder das Satellitenbild schalten. Hier sehen Sie, das ist weitgehend unverändert noch, dieser Bereich. Seit mehreren hundert Jahren, also 1787 hat es so ausgesehen. Die alte Reichsstraße ging hier so durch das Galgenholz durch. Das ist auch heute noch der genaue Verlauf. Und hier geht die Autobahn A1. Jetzt sehen wir uns das genau an. Wir wollen also diesen Ausschnitt hier ansehen, genauer. Das heißt, wir brauchen einmal eine
einen Abschnitt, den wir uns zuschneiden. Wir gehen so auf Raster, Extraktion und Raster auf Ausdehnung zuschneiden. Danach brauchen wir den Eingabelayer. Der Eingabelayer ist unser vorher genanntes Höhenraster, das digitale Geländemodell. Und jetzt gehe ich hier auf Karte zeichnen. So, diesen Bereich schneiden wir jetzt aus dem digitalen Geländemodell raus. Das können wir jetzt einfach so machen, wir können es auch hier speichern. Aber ich werde es einfach als temporärer Ordner lassen, Sie können es aber auch hier abspeichern. Dann haben Sie diesen Ausschnitt dauerhaft. Jetzt wird das ausgeschnitten. Und sobald es fertig ist, haben wir schon abgeschnitten, heißt dieser Bereich jetzt. Kann ich aber umändern natürlich, schließen. Hier sehen Sie, das ist jetzt der Bereich, das digitale Geländemodell, diesen Bereich zugeschnitten. Das können wir jetzt, könnten wir das jetzt umbenennen. Das mache ich aber nicht. Ich schalte es wieder unsichtbar. Gehe auf die Relief Visualization Toolbox und wähle hier jetzt aus Multiple Directions Hill Shade. Klicke auf Ausführen. Wähle das jetzt schon ausgewählte, den ausgeschnittenen Bereich wähle ich aus. Hier kann ich jetzt eingeben eine Erhöhung. Ich kann jetzt diese Geländestrukturen, die vorzufinden sind, erhöhen, dass sie besser bemerkbar sind. Das werde ich jetzt auch machen. Ich werde jetzt hier 10 eintragen. Damit werden auch kleine Unebenheiten besser dargestellt. Das lassen wir auf 16 Seiten Beleuchtung und die Beleuchtung, das ist quasi der Bereich, wo das von mit welchen aus wie viel Grad beleuchtet wird, also eine Lichtquelle, desto niedriger hier die Zahl ist, desto schräger leuchtet das imaginäre Licht in das Geländemodell rein. Das heißt, hier wähle ich jetzt mal 20 aus. Und besonders Steingelände würde ich jetzt mehr auswählen, 45 oder 40, weil sonst zu viel verschattet wird durch die Hügel. Hier nehme ich jetzt 20. Das können wir auch wieder auf Speichern klicken, mache ich aber nicht. Ich lasse es auf temporäre Datei einfach. Klicke auf Start. Jetzt wird das berechnet. Je größer der Bereich ist, den ich rausgeschnitten habe, desto länger dauert das. Und hier sehen wir jetzt schon den abgeschnittenen, also den berechneten Bereich, den im digitalen Geländemodell mit dem Multiple Directions Hill Shade. Und hier sehr gut zu erkennen sind die alten Hohlwege, die hier durch den Wald noch zu sehen sind. Hier sehen Sie die Hohlwege. Die ziehen sich hier durch den Wald durch und werden dann hier durch die Autobahn abgeschnitten. Die Autobahn geht quasi direkt hier durch. Und das ist sehr schön zu sehen, auch auf dieser Seite. Hier geht die Straße, die moderne Straße hinauf, durch den Berg eigentlich durch. Hier sehen Sie den Abhang. Und hier sehen Sie die alten Hohlwege, die hier herauflaufen und hier dann durch, also ab zerstört sind, weil die Autobahn einfach durchgelegt wurde. So, da im Großen und Ganzen war es das. Sie sehen hier das Geländemodell, das jetzt aus mehreren Seiten beleuchtet wird und dementsprechend genau sind auch die Details zu erkennen. Alte Wege, Hügel sind, oder hier ist eine Ausnehmung, eine Grube, hier sind die Wege hinauf. Hier sehen Sie sehr schön die Strukturen und desto genauer das digitale Geländemodell ist, desto genauer sind auch die Strukturen, die Sie erkennen können. Das ist sehr wichtig und immer zu bedenken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Tutorial wieder dabei seid. Sie finden in der Beschreibung die genauen Daten, die ich verwendet habe und die Links angegeben. Auch auf meiner Patreon-Seite finden Sie noch mehr Informationen und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mich hier auch hier unterstützt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.